Willkommen beim E-Tutorial mit den richtigen Begriffen suchen. Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie passende Literatur zu Ihrem Thema finden. Voraussetzung dafür sind die richtigen Suchbegriffe. Am Anfang einer Recherche steht die Formulierung des Themas und damit auch der Suchbegriffe. Denn mit den richtigen Begriffen finden Sie die besten Treffer bei einer Suche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie geeignete Suchbegriffe finden und lernen Sie den Unterschied zwischen Stich- und Schlagworten kennen. Wo suchen Sie mit diesen Begriffen? In Bibliothekskatalogen, Datenbanken oder im Internet. Bei der Themenfindung sind die persönlichen Stärken, Interessen und Vorkenntnisse am wichtigsten. Eine Mindmap hilft, sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen. Anhand dieser Ideensammlung kann das Thema formuliert werden. Es sollte aussagekräftig, eindeutig, realistisch, interessant sowie inhaltlich, zeitlich und regional eingrenzbar sein. Nehmen wir an, wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus auf den Balearen. Was sind die Kernbegriffe bei dieser Themenfrage? Ein Kernbegriff ist ein Schlüsselbegriff, der von zentraler Bedeutung für das Thema ist. Der erste Kernbegriff lautet Klimawandel. Wendungen wie Auswirkungen auf, Ursachen von, Folgen für oder Einfluss auf sind keine Kernbegriffe und spielen für die Recherche keine Rolle. Die drei Kernbegriffe sind demnach Klimawandel, Tourismus und Balearen. Sollten Sie mit den Kernbegriffen aus dem Titel Ihrer Arbeit nichts oder nicht das Richtige gefunden haben, lohnt es sich, über alternative Suchbegriffe nachzudenken. Immer ratsam ist es, auch Synonyme mit in die Suche einzubeziehen. Ein Synonym ist eine sinnverwandte Alternative zu Ihrem Suchbegriff. Damit erhöhen Sie bei der Suche die relevanten Treffer. Oberbegriffe führen zu mehr Treffern, wenn mit Kernbegriffen zu wenige Ergebnisse erzielt werden. Unterbegriffe können die Treffermenge einschränken und einzelne Aspekte eines Themas besonders hervorheben. Verwandte Begriffe helfen, wenn die Suche mit den Kernbegriffen nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Viele Datenbanken sind international. Daher ist eine Suche mit englischsprachigen Begriffen in vielen Fällen sehr sinnvoll. Das Internet bietet zahlreiche Seiten, die bei der Suche nach Synonym-, Ober- und Unterbegriffen sowie verwandten Begriffen helfen. Die Sammlung der Begriffe in einer Tabelle hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Fangen wir mit dem Klimawandel an. Als Synonym eignet sich besonders Klimaänderung, aber auch Klimaveränderung ist denkbar. Oberbegriffe sind zum Beispiel Klima oder Umwelt. Sollten Sie zu viele Treffer haben oder spezieller suchen wollen, dann bieten sich die Unterbegriffe Dürre, Treibhauseffekt oder Überschwemmung an. Sollten Sie mit den Treffern dann immer noch nicht zufrieden sein, können Sie auch verwandte Begriffe wie Umweltzerstörung, Klimaschutz oder Erderwärmung versuchen. Für die Datenbankrecherche übersetzen Sie Klimawandel mit Climate Change. Das Synonym für Tourismus ist Fremdenverkehr. Oberbegriff wäre zum Beispiel Reise und Unterbegriff Pauschalreise. Alternativ könnte man auch mit dem Begriff Urlaub suchen. Bei den Balearen handelt es sich um einen Eigennamen. Ein Synonym gibt es daher nicht. Hier müssen Sie direkt mit den Oberbegriffen bzw. Unterbegriffen weitermachen. Verwenden Sie die nächstgrößere geografische Einheit bzw. einzelne Inseln, Orte oder Sehenswürdigkeiten. Sie sollten natürlich nie alle Begriffe auf einmal verwenden. Stattdessen kombinieren Sie einzelne Suchbegriffe so lange, bis Sie mit Ihrer Trefferanzahl zufrieden sind. Als Tipp soll noch erwähnt sein, dass Sie in der Regel weniger Treffer erhalten, je mehr Suchbegriffe Sie verwenden. Weniger ist also mehr. Um Bücher und Zeitschriftenaufsätze zu Ihrem Thema zu finden, gehen Sie auf die Homepage der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Jetzt benötigen Sie die Begriffe, die Sie bereits erarbeitet haben, um Literatur im Bibliothekskatalog oder in Datenbanken zu finden. Wenn Sie noch mehr zu den Datenbanken wissen möchten, dann schauen Sie gern unser E-Tutorial zum Thema Datenbanken an. Im Katalog gibt es verschiedene Suchfelder. Hier unterscheidet man vor allem Titelwörter, sogenannte Stichworte und Schlagworte. Ein Schlagwort ist ein normierter Begriff, meist deutsch und im Singular, der den Inhalt eines Buches beschreibt, unabhängig von der Titelformulierung. Ein Titel bzw. Stichwort ist ein Wort, das im Titel oder Untertitel eines Buches genau in der eingegebenen Form und Sprache vorkommt. Buchtitel zu einem Thema können sehr unterschiedlich formuliert sein. Hier ein Beispiel. Es gibt ein Buch mit dem Titel »Die Menschheit schafft sich ab« von Harald Lesch. Darin geht es um den Klimawandel. Wenn Sie den Titel nicht genau kennen, dann tun Sie sich schwer, das Buch zu finden. Mit der Schlagwortsuche ist das aber kein Problem. Für eine thematische Suche empfehlen wir daher vor allem das Schlagwortfeld. Grundsätzlich macht aber eine Suche in beiden Feldern nacheinander Sinn. Bei der Suche nach Literatur ist es wichtig, dass Sie zuerst Ihre Suchbegriffe festlegen. Diese können Sie anschließend in Suchfeldern von Bibliothekskatalogen und Datenbanken verwenden.
Wenn Sie mit der gefundenen Literatur nicht zufrieden sind, sollten Sie Ihre Ergebnisliste durch die Erweiterung oder Präzision der Suchbegriffe noch einmal überarbeiten. Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an unsere Online-Auskunft.